Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 5. Wir sind gerade dabei, mit Makal seinen Spaziergang aus den Exillanden der Zauberer oder von Zauberern bewachten Landen raus zurück in die alte Heimat zu machen. Ja, überall stehen hier ein paar orangene Spieler, aber bisher haben sie noch nichts gemacht. Das kann sich natürlich ändern, wenn ich da bald mal durchstoße. Schauen wir mal. Oh. Okay. Es lag an der neuen KI, dass sie nichts gemacht haben, weil... shit. Was machen sie dann überhaupt? Der ist so nah. Ach, die patrouillieren, oder? Ich glaube, die patrouillieren. Stimmt. Es lag an der neuen KI, dass sie nichts gemacht haben. Da muss ich echt drauf aufpassen. Ah, aber wenn die rumlaufen... Ich weiß nicht, wie die rumlaufen. Kann ich mir das dann dort unten holen? Und wie viel sehen die von mir? Und wie reagieren die auf mich? Alles Fragen, die ich nicht beantworten kann im Moment. Die größte Frage ist, warum opferst du dich selbst? Warum stellst du dich mir überhaupt in den Weg? Ah, der Nachteil an dieser Sache, an der anderen Exe-Datei ist allerdings hier zu sehen, am Rand. Da passt es dann nicht mehr mit den Auflösungen, mit dem Breitbild so richtig gut. Naja. Dann ist es halt nun mal so. Schade, schade. Die hauen zu und töten auch was. Aber wir kriegen... Oh, oh, schaut euch das an. Also das ist ja herrlich. Ja, das nehme ich gerne. Tread level low and left in peace. So viel zu Tread level low. Da kam ja gar nichts. Ich weiß nicht, wie weit ich mich wagen kann, bevor die mich angreifen wollen. Also der läuft da einfach weiter, der läuft da auch weiter. Und ich weiß nicht, wie deren Move ist. Wie bewegen die sich? Basic Luck. Das wollte ich haben. Und dann laufe ich dem hinterher. Dreht er irgendwann um? Der dreht bestimmt irgendwann um. Kann ich mich irgendwo verstecken? Handelsstation, also so Kirchen oder so. Vermutlich sollte ich dort oben entlang gehen. Dort kann ich mich bestimmt verstecken. Überall, wo so Gegner sind. Weil ich gehe mal davon aus, sie laufen feste Wege. Und feste Wege sind gerade... Wenn man es so genauer anschaut... Naja, die festen Wege sind halt fest. Einprogrammiert und... Solange ich von den Hauptstraßen fernbleibe, sollte alles klar gehen. Ein Stückchen nach vorne, damit du nächstes Mal hoffentlich zuschlagen kannst. Gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde dann immer mit der alten KI spielen. Die macht weniger Probleme in der Kampagne. Die neue KI ist zwar auf den Maps, wo man... richtige Spieler hat, angenehmer, besser, herausfordernder. Wobei, das ist nicht mein Anspruch, dass es herausfordernd ist, sonst würde ich ja den Schwierigkeitsgrad in die Höhe schrauben. Die alte KI verhält sich wenigstens richtig. Schreibt es einfach in die Kommentare. Was meint ihr? Ich würde ja, die ideale Lösung wäre natürlich... Oh, warte, hier ist eine Sackgasse, wie es aussieht. Die idealste Lösung wäre natürlich, dass ich switche. Oh, shit. Der hat mich gesehen, wie es scheint. Oder der läuft jetzt schon zurück. Herausfordernd. Nein, er läuft bloß zurück. Ach, gut. Gut, dann müsste ich jetzt an dem vorbeikommen können. Fragezeichen?
Da, wie es aussieht, geht's nicht viel weiter. Ich muss da runter. Ich muss hier hin. Wartet, was für ein Zauber habe ich denn nochmal gelernt? Schwäche. Ja, schreibt's am besten in die Kommentare, was ihr denkt. Also mir ist es ja relativ egal. Ich komme mit beiden klar. Aber wie man jetzt zumindest in dieser Mission schön sehen konnte, wenn ich die neue KI anmache und dann kommt so eine Map, in der eigentlich bloß feste Abläufe programmiert sind. Damit kommt eine neue KI, die halt auf eher das PvE-Erlebnis oder das PvP-Erlebnis beziehungsweise diese Singleplayer-Maps da, also gegen KI, diese, wo man sich selbst einstellen kann, wen man spielt, was man spielt, welche Karte man spielt. Ich glaube, da ist es eher drauf hin gemünzt, das Spiel. Oder beziehungsweise die neue KI. Schreibt es einfach dementsprechend in die Kommentare, ob ich es einfach immer mal abwechselnd machen soll. Natürlich möglichst einfache Landkunde wollte ich, glaube ich, auch haben. Natürlich versuche ich möglichst. Ja, das ist gut. Mehr Bogenschützen. Möglichst immer die richtige KI zu haben. Aber wenn ich einige Maps halt nicht kenne und nicht weiß, kommt da jetzt eine statische KI? Kommt da jetzt eher ein normaler Kampf? Eine Kampfmap? Also eine Map, wo man halt baut und der Gegner baut und dann passiert halt irgendwas. Wenn ich das halt nicht vorher weiß, dann kann ich da nicht die KI darauf einstellen. Außer ich würde mich extrem spoilern, indem ich Lösungswege bzw. Lösungsguides zum Spiel... Oh, Eisblitz, sehr nice. Auswendig lernen würde oder anschauen würde zumindest. Aber das wollen wir ja nicht, oder? Das ist nah. Lieber nicht. Gut, anschließen. Ihr dürft mitkommen. Ich habe, glaube ich, volles Mana, ja. Und runter zu den Magiern. Schön, dann kommen wir schon mal weiter. Ah, da könnte ich hin. Also es ist machbar. Es ist machbar, dorthin zu kommen. Aber es ist bloß ein Wissen. Wissen ist Macht, im Prinzip. Ich muss nochmal schauen, Basic Leadership, Landkunde, jetzt brauche ich noch Zauberskills, nicht wahr? Ich muss mir nochmal ins Gedächtnis rufen, was ich denn haben wollte. Ich wollte auf jeden Fall noch einfache destruktive Magie. Das auf jeden Fall. Und dann... Ich glaube, beim letzten war ich mir nicht so sicher, was. Basic Sorcery? Mentoring 9. Dark. Spellcasters. Okay, also das da auf jeden Fall und dann entweder Sorcery, was gar nicht mal so dumm wäre, gibt auf jeden Fall Spellpower oder Okkultismus, was auch Spellpower gibt. Also zwei Skills, die uns noch ordentlich Damage reingeben in unsere Spells. Das muss hier rein. Dürfen wir auch keine, müssen wir darauf achten, keine Witch-Hut. Wir dürfen keine Witch-Hut besuchen, also Hexenhütte, weil die geben uns ja einen Random-Skill normalerweise. Oh, shit. Sind es 35? War das nicht weniger? War das nicht bloß 11? Junge, das ist gut. Das ist nice. Schön. So. Hier. Was machen wir hier? Das sind die. Das ist der kleinere Stack. Und Luck. Yes. Achso. Die Zahl hat überlagert. Ja, dachte mir schon. 35, was? Das war doch plus 11 oder so. Gut. Gut. Gut.
So langsam könnte ich, glaube ich, auch die Magier bekämpfen, oder? Die waren doch gerade herausfordernd. Immer noch herausfordernd. Aber von den Truppen, die er hat, naja, ich könnte mir schon vorstellen, den zu besiegen. Warte, wo bin ich? Dann muss ich. Ah, schaut mal, wer da kommt, wer da mit will. Jawohl, her da. Todeslitz. Ein Teil der Karte wird aufgedeckt. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Must-Have. Spellpower. Must-Have. Nicht alle Kreaturen. Oh, das ist natürlich bitter. Das sollten wir ändern. Na gut. Ja, Junke. Die halten viel aus, aber sonst können sie nichts. Oder wie heißen die? Heißen die Junker? Junker, ja, natürlich. So, ich habe einen Eisblitz, der 108 macht. 108 ist schon schön. Und nach dem Besuch des Spellpower-Orts wird es noch deutlich besser. Geister brauche ich nicht. Ihr konzentriert euch weiterhin auf die. Jetzt sollen die erstmal herkommen. Ah, die kommen aber nicht sehr weit. Keiner kann nach seinem nächsten Zug überhaupt angreifen. Das ist useless. Da mache ich natürlich auch nichts. Wenn die nicht näher kommen, komme ich auch nicht näher. So. Ich glaube, normales Draufhauen reicht vollkommen. Um die alle zu besiegen. Hier war die weiterentwickelt Form, oder? Ich will ihn anschauen. Kann ich ihn anschauen? Todeswolke. Todeswolke, große Kreatur. Wirkt Zauber. Ah, du hast Zauber. Muss ich mir gleich mal anschauen. Ich greife mal nicht an. Es gibt keine Gegenwehr bei deinen Angriffen. Das kann ich mir nur daran erinnern. Da fand ich die Vampire noch ziemlich stark. Ich glaube, die sind in dieser Version in Heroes 5 echt sehr stark. So, du verteidigst mal. Du verteidigst auch. Weil ich möchte kurz sehen, was kannst du denn zaubern? Ah ja, die ganzen Debuff-Zauber. Schwäche, Verlangsamung, Verfall. Bei jeder Reaktion Erdschaden. Ja, das ist schön. Also auch ein Damage-Spell prinzipiell. Ja. Tatsächlich entlassen, ja. Und dafür kriege ich Schreckgespenster. Und Spellpower. Mein Weg führt mich anscheinend darunter. Dort oben finde ich keine permanenten Sachen. Ein paar Vampire würde ich finden. Ich glaube, die Vampire könnte ich mir gönnen. Wobei, sind es Vampire oder weiterentwickelte Vampire? Jetzt nochmal schnell anschauen. Oh, ich merke ja gerade, wir sind ja gerade mal bei orangenen Gegnern und unten sind noch mehr Gegner. Oh, sehr schön. Dann hier ein bisschen Luck und ihr dürft mitkommen. Anschließen, Vampirfürsten, Gold mitnehmen. Das ist ja die besondere Fähigkeit von Marka, dass sich alle Untoten ihr anschließen. Sich mir anschließen. Gut. Gut. Rakshasas, oder wie die heißen. Rakshasarani, okay. Könnt ihr was? Ich denke nicht. Schöner Luckshot. Die Todeswolke macht einen Masseneffekt und Flächendeckung, aber die stehen nicht zusammen. Das ist schade. Eine Einheit down. Und nein, die andere Einheit ist noch nicht down. Aber jetzt...
Ich merke gerade, entweder ich bin nicht sehr verwöhnt, aber ich finde die Grafik sehr ansprechend für so ein altes Spiel. So gerade in der nahen Sicht. Vielleicht könnte sie auch durch die Mod ein bisschen aufpoliert worden sein. Aber ansonsten finde ich sie nicht schlecht. Basic Sorcery, ja, nee, vielleicht. Erratic Mana. Nee, dann lieber das da. Necropolis Heroes will also gain plus 4 Attack. Nicht genug, um einige Attack increased. Okay, okay. Ein bisschen Mana und hier, die wollen sich mir anschließen. Nuklor. Anschließen, dürft mitkommen. Boah, ich krieg wohl die Armee hier zusammen. Mal so langsam kann ich die wirklich fertig machen, ne? Herausfordernd nur noch. Oder waren die nicht gerade auch noch herausfordernd? Oder waren sie was anderes? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Warte mal, läuft er jetzt da über den Weg? Verfolgt er mich jetzt? Oder bleibt er da stehen? Die Woche der Succubus. Was? Ich hab keine Skelette, stimmt. Sorry. Erzmagier. Na gut, Erzmagier dann eben. Was könnt ihr? Brot kann schimmeln. Und ihr? Der da, kommt zuerst dran. Du kannst sterben. Du kannst was aus einer Rolle vorlesen. Und mach dann... Oh, shit! Oh, fuck. Die können Feuerball casten. Ach, du Heilige. Die dürfen ja nicht nochmal drankommen. Läuft. Schön. Ja, jetzt schade, dass die Vampire nicht so weit vorne sind, aber gut. Geschafft. Wir können Feuerball casten. Oh, da freue ich mich schon auf Akademie. Ja. Kommst mit? Ich habe gerade mal wieder ein bisschen dunkle Energie. Für Vampire. Oh shit, hier gibt's noch mehr leckere, juicy Sachen. Ey, der kommt wirklich rüber, oder? Der läuft wirklich über den Fluss. Folgt er mir jetzt wirklich? Das wäre cool. Mehr oder weniger. Der einzige Nachteil ist, dass diese neue Fähigkeit ein bisschen vielleicht gegen die gescripteten Maps sein könnte, weil ich kriege immer bloß die Hälfte und die Entwickler haben vielleicht vorgesehen, dass ich alles bekomme. Okay. Warum sind hier unten Minen? Brauche ich Minen? Für irgendwas? Minotauren. Kein Problem. Easy. Minotauren schafft man locker. Da muss ich nichts machen. Da muss ich einfach draufballern. Ich habe eine gute Armee. Also, Skelettanzahl gefällt mir. Fernkämpfer gefallen mir. Oh. Untote rocken. Und Schlitz. Und das Schwert sieht so geil aus. Ah, dieses Grün. Grün und Lila, meine Lieblingsfarben. Sieht man auch im Logo von mir. Oh. Na, 104 kostet es. Aber kann ich es nicht... Kann ich ein paar weniger? Nee. Ah, ja. Would you join the Necron Zone? Will be automated. Oh. Das ist auch coole Fähigkeit. Aber einfacher, destruktiver. Yes. So, jetzt habe ich mein Must-Go für einen Magier zusammen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal schauen wir, wie es im Untergrund hier weitergeht. Es gibt noch zwei weitere Gegner scheinbar. Aber wo? Oder wer? Oder warum? Das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.